Diese Frau ist in Hollywood so begehrt wie keine andere Deutsche. Florence Kasumba, 41, spielte in millionenschweren Erfolgsfilmen wie The First Avenger, Civil War an der Seite von Superstar Scarlett Johansson, 33. Oder mit Gal Gadot, 33, in Wonder Woman. Jetzt wird sie regelmäßig im Tatort zu sehen sein, an der Seite von Maria Furtwängler, 51. Die in Uganda geborene Kasumba ist die erste schwarze Kommissarin in der erfolgreichen Krimireihe. Florence Kasumba bei der Premiere von Black Panther Photo, Agency People Image. Der erste gemeinsame Fall von Kasumba und Furtwängler spielt in Göttingen. Dorthin wurde Kommissarin Lindholm nach einem misslungenen Einsatz strafversetzt. Jetzt muss sie nicht nur zwischen ihrer Familie in Hannover und Göttingen pendeln. Sie gerät auch mit ihrer neuen Kollegin, Kommissarin Anaïs Schmitz, Kasumba, aneinander, die im Job ein ähnlich dominantes Verhalten wie sie hat. Zusammen müssen sie in Born to Die Deutsch, geboren, um zu sterben, Ausstrahlung Ende 2018, klären, ob es bei der Geburt eines Kindes in einer heruntergekommenen Sporthalle ein Verbrechen gab. Denn Mutter und Kind sind verschwunden. Nach BAMS Informationen musste Florence Kasumba für ihre Rolle kein Casting durchlaufen. Sie wurde direkt von der Produktion für die Rolle angefragt. Schon 2011 sagte sie in einem Interview, ich fände es schon reizvoll, wenn es mal eine schwarze, Tatortkommissarin gäbe. Ich würde das gerne machen. Und noch 2014 forderte sie im BAMS, es wird absolut Zeit für einen dunkelhäutigen Tatortkommissar. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in der Realität noch nicht ganz so weit sind. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, jetzt Mitglied der Tatort-Familie zu sein, sagt die Schauspielerin. Mit so tollen Kollegen wie Maria Furtwängler in einem spannenden Fall zu ermitteln, ist eine besonders schöne Herausforderung. Gerade der Unterschied meiner Rolle zu Charlotte Lindholm ermöglicht es, neben den Fällen auch noch interessante zwischenmenschliche Konstellationen zu erzählen. Aufgewachsen ist die Schauspielerin in Essen. Dort machte sie ihr Abitur, danach eine Musiktheaterausbildung in den Niederlanden. Anschließend trat sie in verschiedenen Musicals und deutschen Fernsehfilmen auf, darunter auch Tatortfolgen. Heute lebt sie mit Mann und Tochter in Berlin. Florence Kasumba und Scarlett Johansson im Film Avengers, Infinity War Foto, Filmverleih. Trotz ihrer Tatortrolle wird Kasumba weiter in Hollywood arbeiten. Für die Realverfilmung von König der Löwen wurde sie als Stimme der Hyäne Shenzi verpflichtet. Wie BAMS erfuhr, wird Florence Kasumba sowohl im zweiten Teil der Comic-Verfilmung von Wonder Woman als auch in der Fortsetzung des Mega-Erfolgs Black Panther wieder dabei sein. Mehr Promenus gibt's auf Bild Facebook, jetzt folgen.